Dann sollte ich am besten meinen Seelenernter da hochschicken, sobald er hier unten fertig ist. Dass der einfach über den Lavasee fliegt und die restlichen Einheiten ziehe ich dann, denke ich, in die Sackgasse zurück. So, die sollten hier jetzt aber eigentlich. Mal, wie viel Zeug hier liegt. So. Mein Zwerg ist hier leider nicht überall unsichtbar, aber zumindest auf einigen, auf vielen Stellen. Ich habe noch eine Runde Zeit, bis die da sind. Runde sollte ich sinnvoll nutzen. So, na, Silas hat auch immer den ersten Feuerball, geht daneben. So, ich will hier nur fertig werden. Nochmal Hieb und Stich. Da haben wir noch nicht genug von den Büchern. Scheint mir so. So. Dann treten wir mal den geordneten Abzug an. Hier will ich rein. 2-2er-Gang ist gut zu verteidigen. Denn das hier oben wird sonst ein bisschen viel. So, ich halte hier den Gang offen, dass ich da durchkomme. Der wird hier oben angreifen und dann kommen wir nächste Runde da rein. Und der läuft dann einfach hier ganz am Rand außen rum und tötet den Anführer, wo auch immer er sich befindet. Ich habe vergessen, den Zwerg außen rum zu schicken. Das wollte ich ja noch gemacht haben. Aber das gibt gerade gute EP. Wenn die Geister. Ich kann die halt echt nicht ernst nehmen, dadurch, dass sie. Dass ich eine Einheit habe, die halt einfach da rumsteht und alles tötet. So. Dann gehen wir mal hier rein. Du gehst außenrum hier hin. Den Bereich erkunden und der Rest. Hierhin, dahin. Und dann sind wir im Prinzip schon eigentlich bereit. Frag mich gerade hier ein bisschen, wie ich mich aufstelle. Jetzt zwei, weil eine Einheit hat immer nur einen im Hintergrund stehen. Ich denke sogar noch einen weiter rein und dann. Das macht keinen Unterschied. Na, erstmal müssen hier alle reinkommen. Ist erstmal so das Wichtigste. Dass ich hier keinen draußen stehen lasse und dann können wir uns immer noch darum kümmern, wie genau wir uns aufstellen. Du kannst nur komische Feuerbälle werfen, das ist alles in Ordnung. So, nächste Runde sind wir hier drin. Du holst dir den Königskiller. Boah, das ist ein guter Panzer. Verurteilung 20, Legionenkiller. Das ist ein richtig guter Panzer. So. Die kommen langsam näher, aber das ist okay.
Ja, mit meinem Zwerg muss ich da echt aufpassen. Es wäre lustig, wenn ich mit dem Seelenernter auch noch eine unsichtbare Einheit hätte. Wobei ich recht häufig benutzt habe, dass ich den in eine Richtung abziehe. So, du versteckst dich hier in der Ecke, du bist unsichtbar. Warum ist um das Feuer rum hier gepflasterter Boden? Den Obsidian nehme ich mit, den Parierdolch können wir kaputt machen. Und dann geht's, ja, ja, hier sind überall Gegner. Auf nach oben. Und hier geht's auf nach unten. So, ein bisschen sortieren. Heilung und Lethalia, die müssen oben sein. Der Rest. Du bist noch recht wichtig. Lilith ist überhaupt nicht wichtig. Letha werde ich da nicht brauchen. Den auch nicht. Schwertkämpfer brauche ich. Sonic brauche ich da auch nicht. Doomlord hin und wieder als Support. Und ich nicht, und ich nicht. Und ich müsste noch einen weiter nach unten gehen, tatsächlich. So. Zick, 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 zick. Eigentlich wäre hier am besten sogar zu verteidigen. Ich mal glaube, das mache ich sogar. Also, komme ich so weit zurück, dass ich die Bewegungspunkte dafür kriege? Komme ich tatsächlich. So. Müssen wir uns hier noch weiter zurückfallen lassen, zwar. Aber dann haben wir eine gute Verteidigungsposition, weil was da kommt, das sind alles Man-Wars und die können mitunter ziemlich eklig werden. Und deswegen würde ich gerne das Ganze hier so hinstellen. Dass ich hier Silas habe. Wo ist unser Schwertkämpfer? Oh, ich den da unten gestellt, ist aber auch egal. So, ich würde das dann nämlich gerne so hinstellen. Jetzt haben wir hier, wir können sehr gut Silas von zwei, also wir können sehr gut Silas von zwei Seiten mit Doomlord und mit Lethalia unterstützen für den Massenangriff. Und haben gleichzeitig die zweite Einheit auch immer mit einem starken, mit starker Heilung dahinter. Und das sollte eigentlich sicherstellen, dass wir uns da Ewigkeiten lang verteidigen können. Außerdem haben wir hinter beiden Einheiten Heilung und gleichzeitig auch Führungsqualitäten. Damit ist es eigentlich fast unmöglich, da groß was zu machen. Ich müsste gucken, ob ich da unseren Troll oder irgendeine Einheit hinstellen kann, die noch EP braucht. Aber der Bogenschütze ist eigentlich stark genug. Sim ist schon ordentlich gut gelevelt. Dann ziehe ich den erstmal zurück. Du gehst da hin und... Plock. Dass unser Erzschurke ein bisschen stärker wird. Okay, hier ist auch nur ein Portal. Was erwartet uns denn hier oben noch? Gähnende Leere. Aber irgendwer wird hier Einheiten produzieren, weil sonst wären die nicht in so einem Bündel gekommen. Diese Man-Wars. Und vor allem, da kommen ja immer mehr. Fängt sich jetzt hier langsam an zu stapeln. Sind, glaube ich, genau rechtzeitig hier reingekommen. So. Och, Silas.
Ist aber in Ordnung. Uha. Es könnte ungut werden. 3 Lebenspunkte. Ich hatte gehofft, dass der den tötet. Also wir kümmern uns jetzt gar nicht um diesen... da oben liegt Gold. Das nehme ich mit. Wir kümmern uns jetzt gar nicht groß um den... Der braucht irgendeinen Fernkampfangriff. Ganz dringend. Völlig egal, was für einen. Hauptsache, dass er zumindest 1-2 Schadenspunkte im Fernkampf auch verteilt. So. 306, das war ja nicht viel Gold. Ja, ich hätte das Feuer noch einnehmen sollen, diese Runde. Dann hätte ich Silas auch jederzeit hoch. Wir haben hier kein Feuer drin, ne? Nee. Ist natürlich nicht so prickelnd. So. Sag mal, was macht der Junge? Könnte es jetzt langsam mal... Hier besitzt niemand die Freundlichkeit zu treffen. Resistenzfeuer und Arcan plus 4. Machbarten Gegnern Brandwunden zufügen, die sich mit der Zeit verschlimmern. Feuerschein. Alle benachbarten Gegner erleiden Feuerschaden. Minus 8 LP in der ersten Runde. Erweitern jeweils 8 LP mehr, wenn sie sich nicht entfernen. Sterben tun sie... Wow. Das ist ein geiler Effekt. Das ist ein sehr geiler Effekt. Ich kann leider mit dem Zwerg hier nirgendwo hingehen, weil ich sofort von Geistern überrumpelt werde. Also machen wir das hier aber auch richtig und nehmen das Feuerchen ein. So, dieser Feuerschein, der ist ja eine ziemlich üble Fähigkeit. Ich müsste dir 8 Schaden erleiden. Hat er nicht. Hm. Warum auch immer. So, wie immer. Block. Zurück. Und dann gucken wir mal. Abscheuliches Heiligtum. Wir wollen aber zur Basilika der Unzulänglichkeit. Abscheuliches Heiligtum ist der die letzte Etappe. Das heißt, das ist da, sind wir nicht ganz richtig. Wir haben aber auf jeden Fall auch den Anführer gefunden. Warte, ich will wissen, wie viel Leben der hat. 99 hat der. Ne? Ja, 99. Das heißt, gleich müsste er eigentlich 8 Lebenspunkte weniger haben. Also 91. Und dann sollten wir... Und dann in eine Runde später sollte er dann nochmal 16 LP verlieren. Dann 24 und so weiter. Was halt, wenn der richtig, richtig, richtig stark tankig wird und damit Ewigkeiten leben kann, natürlich ein ziemliches Problem für Gegner. Oh, gezügelter Kampffrosch. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Schenkt der mir hier den Sieg quasi? Naja, ein paar Treffer mehr hätten es auch getan. Also hätten auch geholfen, aber... Sag mal erstmal, du sollst ja hier EP kriegen. So, an der Stelle kann ich mich halt wirklich Ewigkeiten lang verteidigen. Einzig der Blutregen treibt einen dann irgendwann doch raus. Hat er mich gerade freiwillig im Nahkampf angegriffen mit einem Dämon? Das war ganz ehrlich nicht klug. Ich meine, die Geister haben ja keine andere Wahl, als mich im Nahkampf anzugreifen, weil sie nur einen Nahkampfangriff besitzen. Wie heißen die überhaupt? Eine Dämonenseele. Ich finde, die sehen mega cool aus, obwohl es einfach nur der Schatten mit einem Rotfilter drüber ist. Aber ich finde, das sieht cool aus. So, du tötest den.
Hübscher Bogen in einer blauen Rüstung. Und ich was Gutes. So, hier wie gehabt. Der ist tot. Silas setzt den Feuerball daneben. Der hat eine gute Feuerresi, der Junge. Warum wusste ich, dass der Feuerball daneben geht? Ey, stell dich nicht auf meine Rüstung. Au, 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 au. RIP. Ja, der nimmt da oben ja langsam Schaden. Was ist das denn? Also, wie heißt es? Ich vergesse, ich werde noch 100 Mal nachgucken. Basilika der Unzulänglichkeit will ich finden. Das andere ist egal. So. Der ist tot und jetzt wäre es echt cool, wenn du treffen könntest. Boah. Hat komplett bis oben aufgeräumt. Obertypi hier lebt zwar noch, aber das ist okay. Also der feuerresistente Typ. Und du brauchst bald mal eine Pause. Wer der Wolf setzt sich jetzt? Ach Gott. Ich will doch nur die Rüstung haben. So, wir müssen da jetzt auf jeden Fall ein bisschen durchtauschen. Macht halt mittlerweile 52 Schaden pro Hit. Statt seinen üblichen, okay, 61 sogar. Das sind die Resistenzen, die dann noch ein bisschen abschwächen. Ich finde es gut, dass der Blutregen nur da unten einsetzt und nicht hier oben. So, nächste Runde kriege ich jetzt aber mein Zeug. So, wir müssen hier ein bisschen tauschen. Du brauchst ganz dringend Heilung. Wobei, ich kann nicht mehr zurück, schade. Block. Liegt auf jeden Fall gut Loot, das könnte ich mir auch sein. Harnisch aus der Höllenschmiede, 6 Stück. Okay, dann könnte ich jetzt langsam kaputt machen. Amulett der Vernunft. Du hast kein Amulett. 20 Feuer, Kälte und Arkanresistenz. Ja, das ist gut. Wenn du keins hast, nimm dir das. Diamant. Das ist ein bisschen problematisch, dass der jetzt hier vorne steht. Ah, der hat jetzt ja neue Resistenzen. Der überlebt das schon. 4 Schaden nur noch. Ja. Muss ich nur noch die Geister überleben und dann ist alles gut. Dann können wir weiter gucken. Ach, guck mal, da links sehe ich schon Geister hier da oben links anschleichen. So, Step 1. Die müssen alle weg, damit du zurück kannst. Wollte nur Loot abgreifen. Mehr nicht. Bogen des Giftmischers brauche ich nicht. Glaubensstreiter. Habe ich schon 2, brauche ich nicht. Obsidian und da lag aber noch mehr. Sturmwind. Das ist ein richtig guter Bogen. Deswegen nehme ich den mal nochmal mit. So, Basilika der Unzulänglichkeit. Das ist es doch, oder? Ja. Da wollen wir hin. Abscheuliches Heiligtum ist zwar auch eine Möglichkeit, aber... das bringt uns aktuell noch nichts. Jetzt darf ich mich erstmal hier von den ganzen Geistern belästigen lassen. Ich möchte auf jeden Fall aber noch im Süden fertig erkunden. Ich würde das ja gerne mit meinem Zwerg machen, aber ich kann ihn da einfach nicht wegbewegen, weil
Der ist nicht so schnell oder stark, dass er sich hier easy solo durchschnitzelt. Ja, ja, Gegner. Überall sind Gegner. Ich weiß, das ist nicht cool. So, aber... Wenn ich das richtig sehe, haben wir die Karte komplett abgesucht und es gibt hier nichts. Das heißt, wir können zur... brauchen jetzt noch 3 bis 4 Runden, bis wir bei der Basilika der Unzulänglichkeit angekommen sind. Klingt doch ganz annehmbar. So, der kann gleich auch wieder mitfighten. Silas hat den Spaß seines Lebens. So, ich habe dem den Weg jetzt geplant. Ich hoffe, da stellt sich keiner in den Weg, dass der den einfach durchgeht. Er sollte ja eigentlich nicht, weil die ganzen Geister sind ja immer wieder weg dann am nächsten Zug. Löp. Ja, ich könnte Silas da hinschicken über das Haus hier, das wäre möglich, aber wirklich lohnen tut sich das auch nicht. So. So, entweder sind wir jetzt nächste Runde weg oder übernächst. Ich glaube, wir brauchen noch 2 Runden dafür. Ich glaube, das reicht nicht, dass der... Hey, da liegt noch eine Axt. Ah, die würde ich jetzt tatsächlich sogar liegen lassen, weil ich habe nicht so viele Axtkämpfer. Und die haben eigentlich alle recht gute Äxte. Ich habe sogar noch gute Äxte übrig, die ich noch niemandem gegeben habe, weil ich noch nicht weiß, wem ich die geben soll. Ja, Basilika der Unzulänglichkeit. Besten Dank, ich bin raus hier. Ich hasse diese Geister.